machst du jetzt damit? Ein einfaches Danke hätte gereicht. Ah, diese Gesprächsoption kann ich wahrscheinlich ansonsten nicht machen. In der Schatulle war dieser zerstörte Setzling. Verdammt! Ich hab dir doch gesagt, du sollst es nicht öffnen! Das ist der verschwundene Setzling aus der Mordnacht, oder? Egal. Und wenn schon. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Du hattest die Option nicht, sehr cool. Ich werde den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha. Er war's. Und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Was? So ein Unsinn. Dafür hast du keinen Beweis. Ich habe eben gedacht, er zieht sein Schwert. Askor war der einzige Geil. Von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. Er kann nämlich nicht so lesen, wahrscheinlich. Ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Askor ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sache. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Gar nicht, seine Tat ist nachvollziehbar. Das ist hinterlistig, war das, ne? Prüfung nicht geschafft, metzle ich halt den anderen ab. Ich werde dafür sorgen, dass du gerechte Strafe erhältst, du Schwein. Ja, ich meine, der hat uns auch viel geholfen. Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Was gibt's denn da zu überlegen? Wie auch immer. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Das schöne Setzling ist deiner, oder? Der zerstörte Setzling ist deiner, oder? Und wenn schon. Ganz offenkundig war das Aufziehen und Pflegen eines Setzlings ein Teil eurer Prüfung. Du kannst nicht lesen, also hast du die Anweisungen der Schriften deiner Ausbilder auch nicht umsetzen können. Askor hat gesehen, wie du den Setzling bei der Prüfung zerstört hast und drohte dir, dich zu verpfeifen. Da hast du ihn direkt noch vor der Kriegerhütte niedergestreckt und seine Leiche in den Wald verschleppt. Den Setzling verstecktest du in deiner Truhe in Goliath. Was Barin dazu brachte, vor ein paar Tagen in deinen Sachen zu wühlen, wird sein Geheimnis bleiben. Jedenfalls fand er dort den zerstörten Setzling, erkannte die Sachlage und stahl das Ding. So war es doch, oder? Du siehst eine Menge, Abtrünniger. Barin hat dich noch nicht erpresst, aber vielleicht kommt das ja noch. Barin und ich sind jedenfalls die einzigen, die dich überführen können. Jetzt sind schon das zwei. Sind zwei zu viel. Genau. Die Sache muss aus der Welt. Oh, das ist geil. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Ragnar Antwort ist der von Chef. Dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was willst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Doras mag du es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Neue Mission, das Urteil. Wie geil ist das denn bitte? Ich hab's in der Hand, ne? Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so, dann werden wir siegreich sein.
Ein wahrer Krieger trägt seine Waffe und seine Rüstung mit Stolz. So. Das heißt, wir gehen jetzt zu Ragnar. Hotelruine Goliath. Was soll ich machen? Soll ich ihn verpfeifen? Dann wird er wahrscheinlich getötet. Und ich kann ihn aber nicht mehr als Dingenskirchen nutzen, ne? Ich bin auch gespannt, was ich mache. Ich weiß noch nicht. Oh mein Gott. Verpfeiftes Schwein. Ich muss erstmal gucken, wie Ragnar regelt. Davor gehe ich aufs Toilettchen. Cliffhanger, ne? Bis gleich. Keine Spoiler. Ist ja klar, wenn ich den jetzt verpfeife, ich meine, das ist ja kein Kindergartenspiel, das ist ja nicht Hello Kitty Online oder sowas, ne? Da wird schon... Da wird es eine spezielle Aufgabe, na, das ist, wenn ich dir die Aufgabe, um dem beizutragen... Ach, das kannst du mir mal noch sagen, Killy. Du hast das ja wahrscheinlich... Hast du diese Quest dann gemacht und tritt man dann automatisch bei oder hast du die jetzt auch erstmal ausgelassen? Erstmal das hier. Was meine Unterstützung angeht... Naja, das ist mir zu riskant, ich will denen ja nicht beitreten. Du gabst dem Krieger, ja, das ist doch was. Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Alle Bürger? Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Ich kann dir über den Mörder von Asgore erzählen. Da steht er hinten dran. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Also Baren verpfeife ich nicht. Okay, und als du die Quest dann abgeschlossen hast, warst du automatisch oder konntest du dann nochmal entscheiden? Das ist ja wichtig zu wissen, weil ich würde die Quest ja schon gerne machen, aber wenn ich mich durch diese Quest automatisch entscheide, für diese Fraktion, dann mache ich sie natürlich nicht, die Quest. Direkt Kleriker, okay. So. Duras selbst ist der Mörder. Bam! Verräter, wie kannst du es wagen, mich? Schweig! Ich will wissen, was er vorzutragen hat. Kannst du diese schwere Anschuldigung auch beweisen? Du hast Duras erst kürzlich zum Krieger befördert. Doch er kann noch nicht einmal lesen. Asgore ist ihm auf die Schliche gekommen. Da hat er ihn aus dem Weg geräumt. Was sagst du da? Doch. Kein Problem. Wie konnte ich nur so blind sein? Und ich selbst habe mich schon gefragt, warum er so lange braucht, um den Mörder zu finden. Gut, ich werde der Sache nachgehen. Wenn etwas dran ist an der Geschichte, dann werde ich es sicher bald herausfinden. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Auge Belohnung um Auge, für neue Mission. Des Falls. 1000 Splitter. Auge um Auge haben wir eine neue Quest. Das heißt ja, ich muss gegen den jetzt kämpfen, oder? Ich hätte dich oben in den Bergen verrecken lassen sollen, du Verräter. Mag sein. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Das würde ich gerne tot sehen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Lass mich nur mal... Ja, natürlich.
Es geht direkt los. Alter, haut der zu. Nein, nein, ich hab die Lifeguard im Visier. Oh, fuck. Warum hab ich die Lifeguard im Visier gehabt? Das wird ein harter Kampf. Wo hab ich denn gespeichert das letzte Mal? Ich hätte dich oben in den Bergen verrecken lassen sollen, du Verräter. Mag sein, aber dafür ist es jetzt zu Nur zu! Lass mich noch mal. Okay. Viel Erfolg, danke. Er muss gegen Duras kämpfen, ne? Lass mich noch mal. Nein, warum habe ich jetzt wieder Ragnar drin? Jetzt. Er hat eine Granate geworfen. Speedbull LP, danke für den Follow. Er hat eine Granate geworfen. Aber das geht, ne? Muss ja nur direkt blocken. Fies ist, dass du am Anfang halt keine. Das war schon mal gut. Okay, so das ist halt wirklich Dark Souls-Style Kampftraining jetzt hier. Alles klar. Nö, das hat ja nichts mit der Fraktion eigentlich zu tun. Ich meine, ich soll den ja töten. Ich hätte dich oben in den. Lass mich noch. Alter, ich hab genauso schnell zugeschlagen wie du. Lass mich noch. Das ist halt echt jetzt, hier kannst du es mal richtig üben, wie es funktioniert, ne?
Alter, ist das schwer. Ne. Die wird jetzt durchgezogen, die Quest. Erstmal. Ich hätte dich oben. Lass mich noch. Das ist nicht schlecht. Man sagt, du bist so lernt man's. Lass mich noch. Alter, warum? Warum wird der nicht? Das wollte ich. Oh, der schießt da durch. Ich hätte dich oben. Nur jetzt, lass mich noch mal. Fieser Bug. Lass mich noch mal. Nein. Häng ich fest. Nein! Alter! Ah, das ist machbar. Ich hätte dich oben in den Bergen fahren. Mann. Nur, lass mich noch mal. Das ist so krass, weil der nicht zurück, weil er nicht jedes Mal zurückgebämst wird, ne? Der ist schon stark, der Junge. Ich hätte dich oben, Mark. Nur, lass mich noch mal. Ugh!
Ah, das ist Kacke. Okay, aber das ist ein guter Tipp. Na, ja, so lernt man das Kampfsystem, das ist gut. Dauert zwar ein bisschen jetzt, aber man muss das ja lernen. Ah, keine Ausdauer mehr. Er schlägt halt nicht zu, das ist echt fies. Das ist echt krass. Die Technik noch nicht drauf. Lass mich noch. Jetzt hat er schon wieder Ausdauer dazu bekommen. Lauf doch, wo läufst du denn hin, Junge? Aber es ist echt gutes Training gegen so einen starken Gegner. Lass mich noch. Warum schlägt er nicht? Und dieses Fokuswechsel ist richtig scheiße, ne? Ja, aber es ist schwer hier dran zu kommen irgendwie. Ich muss hier eigentlich erstmal weg. Halt hier raus oder so. Wo keine Menschen sind, weil. Ja.
Cheater, ne? Ja, das stimmt. Die helfen halt einfach nicht, ne? Der Gummel da unten rum, ne? Alter! Nein! Schlecht. Aber das, so geht das, ne? Ist zwar ein bisschen lame, aber es geht. Geile 1:1 Fight jetzt. Tja. Oh shit, warum hat er den letzten Schlag nicht getroffen? Ich glaube, das Problem ist, wenn ich jetzt neu lade, ist der wieder voll, ne? Kann das sein? Oh Gott, und ich krieg so viel abgezogen. Wenn ich neu lade, ist der wieder voll, kann das sein? Eine ist ja gut so eigentlich, ne? Alter, deren Haut drauf. Alter, ist der krass! Ja, wer schaut denn da vorbei? Dreamophil, danke schön. Es ist unmöglich, den so zu schaffen, glaube ich. Ich glaube, der ist wirklich einfach noch zu stark für mich. Der zeigt mir für den Nose, der passt schon. Nein, nein, unmöglich ist das nicht. Ich habe schon genug Gegner mit Totenkopf getötet. Nein, nicht. Warum schießt der jetzt mit dem Bogen? Oh, ist doch unfair. Linksklick während des Blockens. Also so und dann. Okay. Ja, ist klar, mit einem Schuss, natürlich. Machen wir so. Warum? Ich probier mal. Geil!
es geht. Naja, große Geräte nicht wirklich. So, ich teste jetzt mal mit Abspeichern. Jetzt gucke ich mal, ob der wieder voll ist. Ich hatte den ja vorhin schon auf knapp 50%, aber das war's dann halt auch, ne? Ja, der ist wieder voll. So viel zu Parry. Ja, die fetten Raptoren, ja. Ich will es halt einfach üben, ne? Man könnte natürlich jetzt sagen, brech's ab und so. Ich weiß gar nicht, da könnte ich einfach wegrennen. Warum schießt der nochmal? Was ein Arsch. Aber Parry ist hier noch schwerer als in Dark Souls, glaube ich. Aber lustig ist es. Aber ich merke echt, ich habe keine Chance hier, ne? Ich hol mir erstmal einen anderen Begleiter, glaube ich. So, jetzt nochmal ganz ruhig, 2-3 Versuche und ansonsten brechen wir das ab. Das bringt ja dann nichts. Nein, nicht dein Bogen! Vielleicht heilt er sich auch noch, ne? Geht wirklich. Aber der haut mich halt so weg. Mit dem habe ich echt Probleme hier. Junge, Junge. Also das ist nicht das Rätsel Lösung zu parryen. Blocken geht auch nicht. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich ihm wirklich die Ausdauer wegkriege. Ja, so viel dazu. Warum hatte ich den denn im First Try so weit unten? Natürlich schießt er mich einfach ab. Hat einen Arsch, ne? Ich habe halt 4 Pfeile, ne?
Ich krieg den so nicht weg. Keine Chance. Ja, ja. Das ist klar, aber das ist schwer zu machen hier. Weil der steht halt immer irgendwo anders, ne? Ich hab keine Ausdauer, shit. Glock zieht halt auch Ausdauer, ne? Keine Ausdauer, ne? Shit. Ja klar trifft er mich da noch. Boah. Ja, ja, der Nahkampf ist aber trotzdem heftig. Natürlich. Das Schlimme ist halt, dass der, wenn ich neu lade, dass der halt auch wieder voll ist, ne? Das heißt, ich kann halt Stück für Stück runterknüppeln, sondern der ist halt auch einfach wieder voll. Ja, natürlich. Wartet der schon mit dem Schwert auf mich, ne? Das ist ein Arsch. Ich meine, ich finde den Kampf cool, aber es wird halt irgendwann, merkst du halt, naja, da bist du halt stark genug für. Ich treffe den 3-mal in Folge mit einer Combo und der taumelt trotzdem noch nicht. Das ist halt krass. Nicht nochmal. Ich sehe seine Ausdauerleiste nicht jetzt. Klar macht er das nochmal. Was ein Arsch. Nein, nein. Könnte noch was werden. Ich muss das bloß noch ein bisschen besser timen alles. War zu nah ran. Oh, warum ist das Spiel jetzt wieder gecrashed? Das ist doch kacke. Das zweite Mal, dass das crasht heute. Mann. Den können wir schaffen.
Weil der schlägt erst zu, wenn er seine Ausdauer wieder komplett voll hat. Das heißt, wenn ich den Parry niederknüppel, hat er erstmal keine Ausdauer. Selbst wenn er mich dann nochmal trifft, kann ich noch einen Heiltrank nehmen. Könnte gehen. Mal probieren. Wenn das Spiel mal wieder startet. Ich habe sogar ein bisschen Frameverlust jetzt. Das Internet macht mich nicht schwach jetzt. So. Müssen wir Abstand runterkommen, damit er mit der Klinge auf dich zuläuft. Ja, das wäre perfekt. Nur wenn ich zu nah dran komme, dann kann ich nicht mehr parryen, weil er direkt loslegt. Das ist ein bisschen schade. So. Erstmal voll machen. Wenn du nicht direkt vor dir im Visier hast, wie bei Dark Souls, geht's nicht. Also ihr seht, ich probiere es halt einfach, ne, aber es... Ich nehme mal mehr das Parry hin. Noch ein Schuss? Hör doch auf mit dem Scheiß. Das ist halt ein Berserker-Gegner, ne? Jetzt hüpft er über den Stuhl drüber. Fünf Versuche noch. Ab jetzt. Klar, strickt er mich da an. Hey, Holy Squirrel. Vier Versuche noch. Drei Versuche noch. Er zählt nicht. Drei Versuche noch. Warum? Oh. Ich weiß nicht, so weit bin ich noch nicht. Ich mache nur Sachen, die man eigentlich noch gar nicht machen sollte, glaube ich. Nein, nein, nicht Pfeile. Junge, hör auf mit den Pfeilen. Komm her.
zwei Versuche noch. Das ist zu heftig. Ich mache zu wenig Schaden. Erzählt nicht. Ich will schon unten sein. Damage, ne? Warum hat der schon wieder Ausdauer? Versuch. Hast du nicht gekauft? Ja, dann spoilere ich dich wahrscheinlich. So, letzter Versuch. Ich meine, es geht, ne? Aber der macht halt nicht so wie bei Dark Souls, dass du sagen kannst, er hat gar keine Ausdauer, er macht nichts. Ne, da hat er so ein Fitzchen, dann schlägt er doch mal zu. Letzten. Das stimmt. Vielleicht wirst du diesen Kampf nie haben. So, allerletzten. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich zurück, bevor ich diese Quest gemacht habe? Genau, der hilft mir am Anfang. Kann ich Quest abbrechen? Kann ich ja wahrscheinlich nicht, ne? Ja, es ist, wenn ich eine neue Waffe habe, ein bisschen mehr Nahkampfschaden mache oder so und ich muss das nicht so oft durchhalten, dann können wir das machen. Das Problem ist, ich muss das jetzt machen, ne? Weil das ist der früheste Speicherstand, den ich habe. Das andere ist viel zu lange zurück. Und das wird schon im Kampf sein. Will ich ihn töten. Ich glaube, das ist direkt davor, oder? Okay, das machen wir dann nochmal. Kann ich ja schnell wegklicken. Ja, kurz vor der Schatulle. Ja, ist ja optimal. Können wir das ja noch schnell machen? Kann ich ja dann wieder wegklicken. Beschaulich. Aber die machen wir trotzdem wieder auf. Das gibt nämlich auch nochmal Erfahrung, glaube ich. Genau. Und den Setzling. Ich habe echt schade, ne? Aber ich habe noch was diese Anfängerachse. Genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint endlich. In der Schatulle. Das ist der.
Was ma- das Api? Das ist es. Aha. Api. Warte. Tatsächlich. Bisschen Rap, ne? Fa- es. A- du. A- und. Gan. Wa- soweit. Du war. Mi- du wollt. Ich. Ich. Nein. Gib es auf, du Hass. Du hast Asko ermordet und ver- nein, hab ich noch nicht. Ich habe in der Stadt ja noch gar nicht so viel mich umgeschaut. Ich meine, nehme ja immer eine Quest an und mach die gleich. Das. Außerdem. Jetzt. Ganz offen. Du kannst nicht. Asko. Da. Den. Was. Je. So. Du bist. Ba. Ba. Das. Dies. Ich. Du. Das. Du glaubst. Dann. Warte jetzt halt kurz. Okay. Das machen wir also später, ne?